Kerzen sind angezündet, Sekt ist kalt gestellt, Sektgläser sind auch vorbereitet. Rosenblätter habe ich auch schon verstreut auf dem Bett. Oh ja, und natürlich habe ich auch schon ein Schlückchen Sekt getrunken, Mut angetrunken. Jetzt kann's losgehen. Und das sollen wirklich die Must-Haves für einen romantischen Abend sein? Wenn du unseren Kanal schon länger verfolgst, dann wirst du wissen, dass wir keine Fans von Klischees sind oder auch von Schubladendenken und dass wir eigentlich auch keine Schritt-für-Schritt-Anleitung rausgeben und auch keine To-Do-Listen, denn es geht um sehr, sehr viel mehr, nämlich um das, was in deinem Kopf passiert. Einschlägige Fernsehformate, wo ein Single mehrere andere Singles datet, möchten uns weismachen, dass das Date perfekt ist, wenn wir Kerzenschein haben, Rosenblätter und prickelnden Sekt. Aber was bringt denn das alles, wenn wir trotzdem verkrampft sind? Ja, richtig, gar nichts. Egal, ob es das erste oder das 100. Date ist, es ist trotzdem irgendwie immer was Besonderes und du vielleicht auch ein bisschen aufgeregt. Und wenn man aufgeregt ist, sollte man die Situation so gestalten, dass man sich am wohlsten fühlt. Und da helfen einem Klischees auch relativ wenig, wenn die einen selbst nicht so erfüllen. Deswegen mach das, womit du dich am wohlsten fühlst und am besten auch deinen Datingpartner. Und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Also Punkt 1. Du kannst nicht alles perfekt machen und meist ist das Schöne ja auch, nicht die Perfektheit, sondern eher die Unperfektheit, weil das macht uns ja auch irgendwie menschlich. Wenn du zum Beispiel ins Kino gehen möchtest mit deinem Datingpartner und vor lauter Aufregung total vergessen hast, die Kinokarten zu besorgen, dann nimm's locker und versuch einfach spontan was anderes zu machen. Denn das ist es auch, worum es wirklich geht, sich gegenseitig kennenzulernen und miteinander Zeit zu verbringen. Punkt 2. Bleib gelassen und lass alles auf dich zukommen und vor allem, lass dich nicht durch irgendwelche Regeln, die irgendwer aufgestellt hat, einschüchtern oder eingrenzen. Wie zum Beispiel kein Kuss beim ersten Date. Du darfst selbst bestimmen, was deine Regeln sind und was dir passt, was deine Grenzen sind, wie weit du es kommen lassen magst. Und selbst wenn ihr miteinander schlaft beim ersten, zweiten oder dritten Date, dann ist es einfach so und dann ist es auch überhaupt nichts Schlimmes, auch wenn das irgendwelche Regeln sagen. Lass es einfach auf dich zukommen. Anders sieht es bei der Verhütung aus. Die solltest du dich einfach so auf dich zukommen lassen. Besonders, wenn ihr euch jetzt noch nicht so lange kennt, ist es sehr ratsam, Kondome zu benutzen, denn du weißt nicht, was der andere vielleicht für Geschlechtskrankheiten hat. Du kannst es einfach nicht zu 100% ausschließen, auch wenn er sehr, sehr nett ist. You can't. Allerdings ist kein Verhütungsmittel zu 100% sicher. Heißt, solltest du eine Verhütungspanne haben, sei dir bewusst, dass es die Pille danach gibt und du jederzeit in eine Apotheke gehen kannst, dich dazu beraten lassen kannst. Denn die kann bei rechtzeitiger Einnahme eine ungewollte Schwangerschaft verhindern. Und die Pille danach ist sogar rezeptfrei erhältlich. Du musst also nicht vorher zum Arzt gehen. Punkt 3. Verliere deinen Humor nicht. Es kann sein, dass du so aufgeregt bist, dass du dich ständig verplapperst, dass du zum Beispiel ein Glas umschmeißt. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Versuch einfach locker zu bleiben und über dich selbst zu lachen. Und dann merkst du auch, dass die Anspannung einfach wieder abfällt und der Datingpartner wahrscheinlich auch einfach mit dir lacht. Dazu passt auch Punkt 4, bleib du selbst. Auch wenn es einfacher klingt, als es im Endeffekt ist, versuche wirklich, deinen Datingpartner nicht unbedingt nur von dir zu beeindrucken, weil du ihn für dich gewinnen willst, sondern es ist wichtig, dass du du selbst bleibst, weil nur so findest du auch jemanden, der wirklich zu dir passt und es bringt einfach gar nichts, sich zu verstellen und ist auch super anstrengend. Punkt 5. Alles ist erlaubt, was Spaß macht. Ihr müsst gar keine klischeehaften Dates unternehmen, wie zum Beispiel Picknicken, Kino gehen oder in ein Restaurant essen gehen. Ihr könnt auch einfach Videospiele spielen, wenn das euer Ding ist. Schreibt gerne mal in die Kommentare, vielleicht habt ihr auch irgendwelche verrückten Ideen zu Dates, die man gar nicht so klischeehaft kennt. Auf alle Fälle könnt ihr einfach vorher miteinander quatschen und dann findet ihr vielleicht eine Gemeinsamkeit schon, die ihr zusammen unternehmen könnt, die gar nicht so in Schubladen passt. Punkt 6. Apropos Spaß. Spaß im Bett könnte natürlich auch schon vorhersehbar sein für das Date. Deswegen könntest du auch neben der Verhütung auch andere Vorbereitungen treffen, wie zum Beispiel Dessous auswählen oder dich rasieren, wenn du das gerne magst oder vielleicht eine Musikplaylist anlegen. Wir haben darüber auch schon mal ein komplettes Video gedreht. Falls du dich also inspirieren lassen möchtest, klick einfach gerne in die Infokarte und schau es dir an. Seid ihr sehr aufgeregt vor Dates oder hattet ihr sogar schon mal ein richtiges Horror-Date? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und
abonniert auch auf alle Fälle den Kanal hier, damit ihr nächste Woche das Video nicht verpasst. Und hier könnt ihr auch gleich weiter gucken. Inka hat nämlich in dem Video erzählt, welche 5 Fehler man beim ersten Date alles machen kann. Sehr spannend. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute.